Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Smash Bros. Ultimate im Story-Modus. Und heute versuchen wir mal wieder ein paar schwierige Geister zu beschaffen. Magolor. Ernsthaft? Ja. Ich kann einfach dieses Date durchleiden. Aber perfekt. Aber gut, Anfang war es schon mal. So. So, weg mit dir. Okay. Oh. So. Geschafft. Ein Wunder geschah. Und ich habe ja vergessen, erstmal in den Shop zu schauen. Das schauen wir mal schnell vorbei. Erst beim Terry. Ich will erstmal die wichtigen Sachen holen. Geister kriegt man, glaube ich. Es muss ein Donkey Kong sein. Hast du noch irgendwas Interessantes? Hol ich mich später mal. Steh ich einmal rein. Einmal noch den Rabbit Kong rein. Den rein und sie. Dafür kommt einmal er rein. Der kleine Block hier. Und den Deku-Link. Weiter. Und bevor ich es ja vergesse, stimmt ja, da war ja auch was. Das Studio wollte ich noch nutzen. Lieber den habe ich doch schon. Dann noch mal rein. Kannst auch noch mal, hier rein. Ja, wen nehme ich noch dahin? Favoriten.
nicht mehr Favoriten? So, soll ich jetzt mal alle trainieren? Und die Dojos, die werde ich irgendwann mal nutzen. Ja, danke. Power. Der höchste. Und so. Gegen Fox und Falco plus Hasen. Zum Glück ist der erste weg. Da haben wir. Und er ist weg. Und geschafft. Yeah. Das ist das nächste Dojo da. Also ja, mit dem Anfang. Oh. Jetzt habe ich ein Dojo, weil aber nicht weiß ich für ein Dojo. Oder? Ja. Luftikus. Geno! Das ist schrecklich. Ich will... Ach, dann die Rückenschild. Mögling erschaffen, sonst wechsle ich ihn aus. Nummer 1 ist weg. Doch nicht. Ja. Gruppe ändern. Welcher Ultra Smash eigentlich dafür? Der hier. Und vielleicht doch was anderes, die Rüstung. Oder doch die Rüstung. Erstmal wirklich die drei besiegen, dann noch die Peach, dann kommt Sheik erst. Oh. Ja, da war nicht sehr gut gemacht von mir.
Und los. So. Ja. Er ist ein guter Kämpfer. Problem ist nur, er ist schlecht, wenn er sich retten muss. Dann eben später ein Geno für uns. Warum? So, einfach kurz Prozess machen. Wir werden einfach kurz einen Prozess machen, dann funktioniert alles. Nicht wirklich, ich hatte nur Glück gehabt. Willkommen zurück! Es gab ein kleines Problem mit der Software, wodurch ich einen Cut machen musste. Das Spiel hat also kurz einmal abgeschaltet. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ja. Der Kampf ist bösartig. Der Kampf ist bösartig. Bereit? Ja, wir können es abbrechen. Ich habe schon verstanden, dass ich weg bin. Man muss doch nur den Ursus Smash überleben und dann ist alles gut. Bereit? Los! Ich hab oben gedrückt! Ich hab da oben gedrückt!
Ja. Auf der untersten Ebene kann man noch schaffen zu überleben. Bei einem höheren schwieriger. Geschafft. Ey! Niederlage fortsetzen. Ich werde es schaffen, ich werde es schaffen, ich werde es schaffen, auch wenn ich es rausschneiden muss. Bereit? Nicht den Sieg. Bleib unten, bleib unten. Niederlage fortsetzen. Ich hätte ihn nur auf seine Bombe schicken laufen lassen müssen. Oder ihn dahin schleudern müssen. So. Gewonnen. Geschafft. So macht man's. Und so haben wir jetzt auch endlich das Kraftwerk beendet. Nun können die hier in Ruhe alleine weiter singen. Oh, war das gerade anstrengend? Nee, nervend nur. Okay, erstmal die ganze Karte. Kann man mir bitte auch anzeigen, wo was fehlt? Okay, da. Ah, gut. Das ist eine Zeit, wo ich schon alles beendet habe und wo nicht. Und ich weiß auch, was fehlt. Warte. Den Weg wollte ich laufen. Dann hier lang. Hier. Das war schon alles? Dann andere Seite. Hier in dem Wald müsste dann alles geschafft sein. Dann aber auf der anderen Seite. Hier müsste auch etwas geschafft worden sein, fast. Was ist hier denn? Oh, du. Dich werde ich jetzt einfach auch mal loswerden. Dann habe ich den Geist, glaube ich, das zweite Mal dann. Sie hat mich nicht mehr getroffen.
Jetzt hat er getroffen. Ja, zu dir Sicherheit, Zelda. Du solltest das fangen, Zelda. Da sieht man, man wirft nichts an die Köpfe anderer Leute. So, jetzt habe ich den Geist ja auch schon. Hier fehlt dann nur noch ein. Hierhin. Quatsch, ich wollte das nach oben. Ich wollte das in ein neues Gebiet anfangen, wollte ich hier oben erstmal säubern. Kleiner Donkey Kong Team. Für diese ultra schwere Mission, Aufgabe, nehme ich einen der wichtigsten Kämpfer. Dass ich ihn auch mal gespielt habe. Klein Donkey Kong Team. Raketenwerfer, Raketenwerfer! Kommt her! Autsch! Im Nahkampf besiegt. Ja, so schlecht ist er nicht, aber ich komme trotzdem mit ihm nicht klar. Ja, ein Soldat gegen Drache. Macht viel Sinn. Nicht. Du musst die Kraft der Blumen in dir aufnehmen. Und langsam würde ich mal dir den Baum des Wissens aufrufen. Ein Libeldra. Ein hässliches Libeldra, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, warum ich immer einen Looping mit der Rakete mache, aber... Jo, so geht's auch, wie man sieht. Ich bin mal gespannt, wann mal der erste richtige Freakout passiert. Philon. So muss ich ihn auch einen Kämpfer nehmen. Bei so einem kann man nur einen nehmen. Einen richtigen Kämpfer. Schöne Daten. Bisher sieht so aus, als ob der baldige Boss viel leichter wäre als der andere. So, schön weggeschlagen und ab in den Abgrund. Jetzt kommt ein Bum-Bum. Da kann ich doch kein Little Mac nehmen. Gegen einen Bum-Bum. Kann man nur einen nehmen. Yoshi. So. Da hilft nur eins. Oh, dann eben das eben. Bum Bum kann sich weiterentwickeln. Großartige Neuigkeiten. Aber Bum hat bestimmt nicht so viel, das noch zwischen haben will. Und hier beginnen die richtigen Kämpfe. Im Laberschloss. Doch wie es hier weitergeht, das sehen wir jetzt im nächsten Part. Euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr es nicht getan habt. Und ciao.